Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesnetzagentur sieht Anzeichen für eine Stabilisierung der Gaspreise auf dem aktuell hohen Niveau. Seit die Pipeline Nord Stream 1 Anfang der Woche für Wartungsarbeiten abgeschaltet wurde, habe es keine auffälligen Preissprünge mehr gegeben, sagte Behördenchef Müller der Bild am Sonntag. Womöglich hätten die Märkte den Ausfall der russischen Lieferungen bereits eingepreist. Ob nach Abschluss der Wartung wieder Gas fließen wird, ist noch unklar. Müller hatte deswegen zuletzt gewarnt, die monatlichen Zahlungen von Gaskunden könnten sich 2023 verdreifachen. In der Ukraine berichtet die Armee von verstärkten russischen Angriffen in der Donbass-Region im Osten des Landes. Diese seien aber zurückgeschlagen worden. Russland meldet unterdessen den Abschuss eines ukrainischen Militärhubschraubers und eines Kampfjets. Nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten verstärken die russischen Truppen zudem ihre Stellungen im Süden der Ukraine. Kiew hatte angekündigt, besetzte Gebiete dort zurückerobern zu wollen. Im Norden Griechenlands ist in der vergangenen Nacht ein Frachtflugzeug abgestürzt. Alle 8 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Antonov, einer ukrainischen Fluglinie, war auf dem Weg von Serbien über Jordanien nach Bangladesch, als die Piloten Triebwerksprobleme meldeten. An der Absturzstelle kam es zu Detonationen und giftigen Dämpfen. Das Flugzeug hatte 11,5 Tonnen Munition aus serbischer Produktion an Bord, meldete das serbische Verteidigungsministerium. Die Unfallursache soll nun untersucht werden. Die Waldbrände in Südeuropa wüten weiter. In Spanien kämpfen Einsatzkräfte gegen mehr als 30 Waldbrände. Oft sind die Feuerstellen in den Bergen nur mit Löschhubschraubern zu erreichen. In der französischen Region Gironde werden die Feuer auf trockenen Böden von heftigen und wechselnden Winden vorangetrieben. Mehr als 14.000 Menschen mussten evakuiert werden. Im Norden Portugals brach heute Morgen erneut ein Feuer aus, das mittlerweile aber unter Kontrolle ist. Die deutschen Fußballfrauen haben auch ihr 3. Spiel bei der Europameisterschaft in England gewonnen. Das Team von Bundestrainerin Vos Tecklenburg setzte sich gestern Abend mit 3:0 gegen Finnland durch. Die Tore schossen Kleinherne, Popp und Anjoni. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft am Donnerstag auf Österreich. Die Wetteraussichten. Morgen sonnig oder nur leicht bewölkt. Im Norden ziehen zeitweise Wolkenfelder durch. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 22 bis 37 Grad. Die Tagesschau meldet sich wieder um 20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.